Servus Leute. Und wie ihr gerade seht, haben wir jetzt endlich was mit der Baustelle wieder zu tun. Ich sage euch erstmal die Figur. Hier vorne sieht man die Figur, die gerade in Klo sitzt. Schaut wirklich witzig aus. Ich hoffe, ihr lacht. Hier vorne sieht man den Mensch, der eigentlich den Wagen steuert. Und seinen Kaffee hat er drin vergessen. Bedeutet, er fragt sich, hier ist mein Kaffee in der Hand. Stopp, hier kann man die Tür noch wunderschön öffnen, kann auch hier so nach oben und kann auch den Deckel abnehmen. Hier, so schaut das insgesamt aus, schaut richtig lustig aus. Und wenn dann alles raus tut, dann schaut alles auch wie auf einer echten Baustelle aus. Hier sieht man das, wie mit der Kran gesteuert wird. Den Kran kann man auch direkt zum Klo machen. Ja, kann man dann so und kann ihn dann direkt noch ein bisschen umbiegen. Man kann ihn so umbiegen, dann landet er direkt auf der Baustelle. Wirklich, er landet direkt auf der Baustelle. Dann kann er ihn wieder einfahren. So kann er wieder einfahren. Und dann geht er wieder hier drauf. Und er tut ein bisschen bauen. Hier ist der Besen, mit dem er was wegmachen kann, was unordentlich ist oder was Schmutz ist. Das kennt ihr von euren Mamas. Da ist die Schaufel, wo jemand immer was grabt und ein bisschen die Orte für die Baustelle macht. Und der ist auf der Baustelle schon ganz genau hinschauen, aber ich glaube, die nutzen die nicht. Weil auf der Baustelle brennt nur sehr selten was. Hier ist doch die Mülltonne. Ich glaube, da ist nichts drinnen. Ich hole die mal raus. Wenn das wirklich nichts drin, kann man einfach was rein tun, was man möchte auf der Baustelle. Hier sind zwei Absperrungen, die will ich kurz noch zeigen. Hier, da kann man das direkt so sperren, wie auf meiner echten Baustelle. Und es schaut wirklich überzeugend aus. Und ich sag mal ein riesen Ciao, Leute.